Morgen, heute wieder auf dem richtigen Account hier auf Learnolution. Genau. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Genau, heute kommt ein ganz besonderes Highlight. Du kannst dich freuen. Es wird nämlich der zweifache Gedächtnisweltmeister zu Gast sein, Dr. Johannes Mallow. Ist auch ein guter Freund von uns. Fabi kennt ihn vor allem auch schon länger vom Gedächtnissport. Genau. Also voll gut, dass du dabei bist, dass du zuschaust. Denn heute wirst du auch die Chance haben, den zweifachen Gedächtnisweltmeister mit deinen Fragen auszuquetschen und zu löchern. Hallo, genau. Markus. Hallo, Markus Hoffmann. Schön, dass du auch dabei bist. Und wir wollen jetzt einmal noch mal ganz kurz, bis alle eingetrudelt sind, noch mal von gestern wiederholen, was wir gestern gemacht haben. Da haben wir dir nämlich gezeigt, wie du dir Namen schnell und effektiv und einfach merken kannst. Und genau, wie kann man das machen? Wir machen es noch mal an diesem einen Beispiel hier. Da haben wir uns den Namen überlegt bei dem jungen Herrn Oliver Becker. Und dann funktioniert das Ganze eben so, dass du in einem ersten Schritt wieder, wie fast immer bei Gedächtnistechniken, den Namen übersetzt in ein Bild. Zum Beispiel bei Oliver könnte man sich eine Olive vorstellen und man könnte sich hier bei ihm vorstellen, wie er in diesen ganz blauen Augen statt normalen Augen zwei Oliven drin hat. Dann wissen wir schon mal, ah ja, der heißt Oliver. Und wie merken wir uns jetzt Bäcker? Da können wir uns vorstellen, ah ja, der ist vielleicht von Beruf Bäcker, überall hängt noch Mehl in den Haaren und vielleicht holt er sich jetzt die zwei Oliven raus aus den Augen und setzt sie als Deko auf die Törtchen drauf. Und dann, wenn du ihn jetzt wieder sehen würdest, dann könntest du überlegen, ah ja, was hatte ich mir gemerkt? Ah ja, die Augen, die waren ja so markant, so blau, was war da drin? Ah ja, Oliven, Oliver, und die hat er als Bäcker auf die Törtchen gesetzt, also Oliver Bäcker. Genau, das als kurze Wiederholung. Genau, kurze Wiederholung. Ihr wisst ja, wiederholen ist wichtig fürs Gedächtnis und fürs langfristige Merken. Aber ich denke, ja, ihr seid bestimmt schon auch gespannt wie wir und freuen uns, dass jetzt eben gleich der Gedächtnisweltmeister mit zuschalten wird. Eine kleine Ankündigung habe ich noch vorher, weil wir es ja gestern auch angekündigt haben. Heute findet unser Gewinnspiel statt, startet unser Gewinnspiel, bei dem du ein Einzelcoaching mit einem von uns, ein 45-minütiges Einzelcoaching gewinnen kannst. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben heute einen Post gemacht auf Learnolution auf unserem Profil. Und was musst du jetzt tun, um da mitzumachen, um gewinnen zu können? Und zwar erstens musst du einmal diesen Post liken und zweitens sollst du uns dann in die Kommentare schreiben, warum es aus deiner Sicht lohnenswert ist, sich mit Gedächtnistechniken zu beschäftigen und und diese anzuwenden. Das steht dann auch alles in dem Post drin. Und dann musst du noch zwei Menschen verlinken, für die es sich auch lohnen könnte, solche Techniken anzuwenden. Genau, und das war's schon. Und dann bist du im Lostopf und in den nächsten Tagen werden wir dann den Gewinner bekannt geben oder die Gewinnerin. Genau, und so, jetzt würde ich sagen, wir begrüßen Dr. Johannes Mallow. Er schaut, denke ich, jetzt schon zu, also du kannst gerne mal versuchen, dich reinzuschalten. Und ich werde ihn dann gleich noch ausführlicher vorstellen. Und genau, könnt mich auf jeden Fall freuen. Ihr werdet ihn mit Fragen dann löchern können. Er wird von sich erzählen und so weiter. Und ja, nutzt auf jeden Fall die einmalige Chance, quasi euch live mit dem Gedächtnisweltmeister auszutauschen. Genau, es lohnt sich ja auf jeden Fall. Also nutzt diese Chance. Genau, ich denke, es soll jetzt gleich jeden Moment klappen. Schön, dich zu sehen. Danke für die Einladung. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Dankeschön. Klappt ja auch gut hier. Dass du angeschaltet hast. Ich würde sagen, ich würde dich ganz kurz vorstellen und wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, kannst du gerne das ergänzen und genau, dann schauen wir einfach. Alles klar. Also, es ist der zweifache Gedächtnisweltmeister Dr. Johannes Mallow jetzt bei uns dabei und er wohnt derzeit in Magdeburg. Er ist Gedächtnissportler, einer der Besten, wenn nicht der Beste in Deutschland. Er hat, glaube ich, national, international schon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Er hat, das kannst du vielleicht gleich nochmal selbst sagen, wie viel Gedächtnisweltrekorde du auch hast und kannst vielleicht gerne das ein oder andere Beispiel nennen. Er hat Kommunikationstechnik studiert, hat da promoviert und wie gesagt, ist jetzt aktuell
so kann ich es glaube ich sagen, Gedächtnistrainer und selbstständig, gibt Vorträge, Coachings und so weiter, mit Kindern, mit Schülern, mit Studenten, mit Erwachsenen, Vorträgen an Firmen und so weiter. Wie gesagt, ist zweimal Gedächtnis-Weltmeister geworden. Und als erste Frage vielleicht an dich, du kannst gerne noch was ergänzen, wenn du sagst, ich habe jetzt was Wichtiges, eine wichtige Info vergessen. Wie wird man denn Gedächtnis-Weltmeister? Ja, also erstmal danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, das passt schon so. Weltrekorde habe ich im Moment gar keine. Ich glaube, du hast mehr Weltrekorde als ich derzeit, weil die sind doch alle irgendwann weggegangen an die jungen, das junge mongolische Team vor allen Dingen. Und ja, Gedächtnis-Weltmeister wird man, wenn man bei einer Weltmeisterschaft über 10 Disziplinen die meisten Punkte sammelt. Also eine Disziplin kann zum Beispiel sein, sich Namen und Gesichter merken, das haben wir ja gerade gesehen. Oder eine Disziplin kann sein, sich Wörter merken, Zahlen merken und so weiter. Und insgesamt, wie gesagt, 10 Disziplinen. Und wer am Ende in allen Disziplinen die meisten Punkte gesammelt hat, der ist dann am Ende Gedächtnis-Weltmeister. Genau. Und in welchen Jahren? Das war 2012, glaube ich, wo du... Genau, 2012 bin ich zum ersten Mal Weltmeister geworden, in London war das, und jetzt 2018, also jetzt schon wieder fast 2 Jahre her, vom neuen Verband in Wien auch nochmal, genau. Kannst du da mal so ein paar Beispiele sagen, dass sich die Zuschauer das jetzt auch mal vorstellen können? Wie viele Zahlen zum Beispiel hast du dir in welcher Zeit gemerkt oder wie viele Fakten, damit man einfach mal sieht, wie viel du dir merken kannst? Also eine Disziplin ist zum Beispiel sich 5 Minuten Zahlen merken. Das heißt, man hat 5 Minuten Zeit, kriegt dann einen Zettel oder heutzutage auch immer mal mehr einen Laptop oder so und hat sich dann 5 Minuten Zeit, um sich diese Zahlen anzuschauen und so viele wie möglich zu merken. Und dann hat man danach 15 Minuten Zeit, um so viele wie möglich in der richtigen Reihenfolge aufzuschreiben. Und das Wichtige ist, man darf keine Fehler machen. Wenn man Fehler macht, kriegt man ganz, ganz schwere Fehlerwertungen. Und meine persönliche Bestleistung in 5 Minuten Zahlen merken ist im Moment bei 520 Ziffern. Also eine 520-stellige Zahl in 5 Minuten. Oder andere Disziplinen, sich zum Beispiel Wörter merken. 15 Minuten Wörter merken, so viele es geht. Und der Weltrekord liegt im Moment, glaube ich, bei 340 Wörtern in 15 Minuten in der richtigen Reihenfolge. Und das ist natürlich schon cool, wenn man das kann aus gedächtnissportlicher Sicht. Aber wenn man das denn anwenden kann auf Lernstoff, das, was ihr ja jetzt hier macht, dann hat man richtige Vorteile. Wenn du schon ansprichst, wie war das dann bei dir? Weil das werde ich auch öfters gefragt, so, ja, bist du dann das Superbrain und hast irgendwann gemerkt, boah, ich kann mir alles mega gut merken. Genau, vielleicht kannst du da kurz schildern, wie du dir diese Leistung überhaupt aufgebaut hast und genau, wie es dazu kam. Weil ich glaube, mich oder ich weiß, dass du ja nicht von Anfang an schon dir 500 Zahlen in 5 Minuten merken konntest. Genau, also meine Mutter würde jetzt sagen, ja, der hat mich schon immer beim Memory besiegt, der war schon immer gut, schon als kleines Kind. Aber das ist was anderes. Ich glaube, kleine Kinder gewinnen beim Memory, weil sie viel Fantasie haben und einen Apfel nicht nur sehen, sondern auch irgendwie, da ist ja ein Apfel auf der Karte, der schmeckt bestimmt gut. Also die haben noch Emotionen dabei. Und ich habe angefangen 2003 mit den Gedächtnistechniken mich damit zu beschäftigen, also jetzt auch schon ganz schön lange. Hatte vorher, also man muss eigentlich sagen, eigentlich habe ich heute auch immer noch kein besonders gutes, normales Gedächtnis. Also wenn man mir jetzt irgendwas erzählt und ich merke es mir nicht explizit, oder ich lege den Schlüssel irgendwo hin, dann suche ich den eine halbe Stunde später wieder, oder ich verlasse die Wohnung ohne Schlüssel. Passiert mir auch ständig, oder ich vergesse einen Termin. Wenn ich mir das nicht explizit merken will, mit Hilfe der Techniken, dann habe ich, glaube ich, ein ziemlich durchschnittliches Gedächtnis. Aber wenn man das weiß und sagt, okay, jetzt wende ich die Techniken an, ganz schnell mal eine Telefonnummer merken, ein Gesicht merken, eine Adresse merken, dann kann ich mir die Sachen deutlich besser merken. Aber es ist alles eine Frage der Technik und des Trainings. Wow. Das ist, glaube ich, beruhigend für viele zu merken, weil damals mir war das auch nicht bewusst, als man die Lerntechnik nicht kann. Ich bin davon ausgegangen, ich habe eher Mittelmaß oder eher sogar ein schlechtes Gedächtnis, muss mich damit mein Leben abfinden. Und das ist so auch unsere Vision, den Leuten zu sagen, boah, selbst wenn du dir schwer tust beim Lernen, es kann sich wirklich jeder bis zu einem gewissen Maße echt ein sehr gutes Gedächtnis quasi antrainieren. Ja. Und jetzt hast du ja gesagt, es sind eigentlich nur Techniken, durch die du so krasse Leistungen da erzielt hast.
Was sind das denn für Techniken? Magst du uns das mal erzählen? Und wie die funktionieren und wie man es dann vielleicht auch für Schule und Studium anwenden kann? Ja, also im Grunde die Techniken, die ich beim Gedächtnissport benutze, die benutzt ihr jetzt für eure Plattform und fürs Lernen. Das sind immer dieselben Techniken. Es geht im Grunde darum, sich den Lernstoff, den man sich merken möchte, in Form von Bildern und Geschichten zu merken. Das heißt also, jede Information, die irgendwie kommt, wie der Oliver vorhin, wandle ich in irgendein Bild um. Oliver war eben die Olive, weil es ganz gut zueinander passt. Oliver, Olive. Ja. Und das heißt, das kann man nicht nur für so eine relativ simplen Sachen wie Namen machen, sondern eben auch für abstrakte Sachen wie Fachbegriffe und so weiter. Das heißt, es geht immer darum, sich die Information erstmal muss man die Information verstehen. Ja, also erstmal, wenn man einen Text hat, liest man sich den durch, versucht erstmal den Inhalt zu verstehen, weil Lernen ohne zu verstehen macht auch mit Gedächtnistechniken nicht so viel Sinn. Also Verständnis ist erstmal ein wichtiger Punkt. Und ich würde es dann so machen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Text, ich schreibe mir die Stichpunkte raus aus dem Text. Und diese Stichpunkte, die sollten so sein, dass ich darüber einen freien Vortrag halten könnte, über diesen Textabschnitt. Und wenn ich das kann, anhand der Stichpunkte, dann reicht es völlig aus, mir die Stichpunkte einfach zu merken. Und die Stichpunkte merke ich mir dann zum Beispiel mit der Loci-Methode, also mit der Routenmethode, wo man, habt ihr sicherlich auch schon vorgestellt, wo man zum Beispiel durch seine Wohnung geht oder auch durch die Stadt oder durchs Einkaufszentrum, jetzt natürlich nicht mehr bei Corona, aber durch den Park irgendwie. Dort lege ich mir vorher, das mache ich vorher, Punkte fest. Also zum Beispiel meine Wohnungstür ist Nummer 1, dann kommt die Garderobe ist Nummer 2, dann kommt da meine Ablage Nummer 3 und so weiter. Und anhand dieser Punkte merke ich mir dann die Stichpunkte, indem ich daraus kleine Geschichten bastle. Und kannst du vielleicht mal kurz sagen, wie viele Routenpunkte oder so Räume du jetzt zum Beispiel für den Gedächtnissport hast, weil das auch von uns oft eine Frage ist, gerade Medizinstudenten, die auch sagen, sie haben so eine große Stoffmenge, so viele Räume gibt es ja gar nicht, die ich brauche. Und das ist oft eine Frage, oder was würdest du darauf antworten? Ja, also ich glaube, viele denken erstmal nur so an ihr Zuhause, dann mache ich einen Weg zu Hause. Und na klar, niemand hat irgendwie, also die wenigsten Studenten haben 1000 Orte in ihrer Wohnung. So viel Platz hat, glaube ich, haben die wenigsten. Ich habe insgesamt 2500 Orte, einzelne Punkte. Also die Tür ist ein Punkt, die Ablage ist ein Punkt und so weiter. 2500. Die sind natürlich nicht alle in meiner Wohnung, sondern die sind überall verteilt. Also die habe ich hier in Magdeburg, in der Uni, im Einkaufszentrum, im Park. Die habe ich im Urlaub gemacht, durchs Hotel am Flughafen, bei meinen Bekannten zu Hause, im Garten und so weiter. Also ich habe nicht nur einen Raum mit zum Beispiel 20 Orten, sondern ich habe insgesamt ungefähr 30 Räume. Und auf diese 30 Räume, kann aber auch ein Weg durch den Park sein, der Raum, verteilen sich eben diese einzelnen Orte. Und was ich halt immer empfehle, ist am Anfang, macht euch einfach erstmal 50 Orte. Das hört sich viel an, ist es aber gar nicht, weil ihr könnt mit eurer Wohnung anfangen und wenn da nur 20 reinpassen, dann ist ja nicht vorbei. Ihr kennt ja andere Orte auch schon, die Wohnung von der Freundin oder vom Freund oder was auch immer. Da müsst ihr auch nicht extra hinfahren, könnt ihr natürlich, aber ihr müsst nicht extra hinfahren, um euch zu überlegen, ja, wo ist denn hier was? Das kennt ihr doch alles schon. Das heißt, ihr kennt die Orte schon, ihr müsst sie nur noch strukturieren und in eine Reihenfolge packen. Und dann kommt jeder, bin ich ganz überzeugt von, ganz schnell auf 50 Orte und vielleicht auch auf 100. Also fangt mal mit 50 an, dann macht da wieder 50 dazu und so steigert man sich langsam. Ja, gute Idee. Ich finde auch gut, was du gesagt hast mit erstmal den Lernstoff verstehen, weil wir merken uns ja auch Dinge, wenn es einmal Klick gemacht hat, dann müssen wir die Dinge ja manchmal auch nicht mehr wiederholen, weil wir es einmal verstanden haben. Genau. Und dann, wenn man es einmal gecheckt hat, dann kann man die Gedächtnistechniken anwenden. Genau. Das sagen wir auch immer unseren Zuschauern. Und ja, vielleicht können wir das mal an einem konkreten Beispiel machen. Wir haben uns mal überlegt, wir könnten uns die, was weiß ich, 5 oder 10 die größten Bundesländer in Deutschland merken in der richtigen Reihenfolge. Wir haben uns die mal aufgeschrieben. Und genau, wäre das möglich, auch wenn wir jetzt hier im Interview sind und keinen Raum haben, den wir alle gemeinsam kennen? Genau, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
denke ich. Und man könnte zum Beispiel sich jetzt so eine Art virtuellen Weg, so einen virtuellen Raum überlegen, den wir alle kennen. Zum Beispiel ein Arztbesuch. Ja, da ist quasi der Besuch beim Arzt mein Weg. Und jeder hat irgendwie seinen Hausarzt, Zahnarzt oder was auch immer. Und der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Es gibt die Eingangstür, dann gibt es die Anmeldung, dann gibt es, müsst ihr mir ein bisschen helfen, aber dann gibt es vielleicht den Wartebereich, die Garderobe und so weiter. Und daran können wir jetzt einfach die Sachen hängen. Das können wir machen. Oder es gibt noch die andere Möglichkeit, was ich auch immer ganz schön finde für die Reihenfolge, ist das Tieralphabet. Das A, der Affe, B, der Bär, C, das Chamäleon. Und da hat auch jeder irgendwie dasselbe Bild im Kopf. Und dann hängen wir die Sachen einfach an dieses Tieralphabet. Und dieses Tieralphabet dient dann sozusagen als Route, als Raum, in Anführungsstrichen. Vielleicht nehmen wir das, vielleicht ist das auch nochmal eine Möglichkeit, nochmal was anderes zu zeigen. Finde ich auch ganz cool, weil es einfach, wie du sagst, es ist nochmal eine andere Art und Weise und ist auch eine coole Sache, wo man dann auch ganz einfach selbst dann noch für andere Sachen anwenden kann. Ja. Ja, ich finde es auch voll cool jetzt für die Zuschauer, dass du siehst, du brauchst vielleicht gar nicht unbedingt Räume, sondern es geht eigentlich alles, was man irgendeinen Ablauf kannst du nehmen als Gedächtnisroute, als Gedächtnispalast, der sich irgendwie in eine Reihenfolge bringen lässt, wie zum Beispiel einen Arztbesuch oder das Tieralphabet. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht können wir da auf die Tage nochmal drauf eingehen, die Körperroute, dass man einfach, jeder kennt seinen Körper, er ist gleich, wie du sagst, gleich aufgebaut wie eine Arztpraxis, jeder hat den gleichen Körper vom Grundprinzip her und kann sich dann eben mit seinem eigenen Körper, mit den eigenen, ja, Gliedmaßen und was weiß ich, die Sachen dann merken. Aber ja, ich würde sagen, wir machen das mit dem Tieralphabet. Wir können dir einfach mal die größten Bundesländer sagen. Also zuerst kommt Bayern, dann kommt Niedersachsen, dann kommt Baden-Württemberg. Vielleicht erstmal die drei. Also fangen wir mit Bayern an. Logischerweise ist das Größte dann, oder? Oder ist das Genau, das flächenmäßig oder Größte. einwohnermäßig? Das ist von der Fläche her jetzt das Okay, größte Bundesland. Fläche. Okay. Und also da denke ich an A. Und bei A denken wahrscheinlich die meisten an Affe. Wer jetzt einen Ameisenbär nimmt, der nimmt halt den Ameisenbär. Aber ich nehme jetzt mal den Affen. Und bei Bayern muss man sich einfach wieder ein Ersatzwort überlegen, was einen an Bayern erinnert. Und es könnte zum Beispiel so ein Maßbier irgendwie sein. Ja, das heißt, ich stelle mir jetzt also den Affen vor, den kann ich mir auch in so einem Dschungel vorstellen. Dann hat man so eine Art virtuellen Ort. Also der Affe ist nicht nur irgendwie schwebt im luftleeren Raum, sondern ich stelle mir den auf dem Baum vor und der feiert da mit seinen Kumpels Oktoberfest. Ja, also der Affe mit seinen ganzen Affenfreunden sitzt auf dem Baum und feiert da Oktoberfest. Genau. Und dann kommt Niedersachsen. Ja, Niedersachsen, das Genau. zweitgrößte. Und dann jetzt B wie Bär. Ja, Bär in dem Fall oder Blauwal kann man sich aussuchen. Wir bleiben bei Bär. Und Niedersachsen, da muss man jetzt auch wieder was draus machen. Da muss man jetzt auch wieder was draus basteln. Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass der Bär ein ganz niedriger Sack ist. Also er ist vielleicht jetzt ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig wieder. Genau. Oder er trägt einen Sack durch die Gegend und geht da nieder. Also der Bär trägt einen Sack und geht da nieder, Niedersachsen. Oder man kann auch, wenn man ein anderes Bild für Niedersachsen hat, das fällt euch noch ein bei Niedersachsen. Saxophon irgendwie, drittes Saxophon nieder oder so vielleicht. Da muss man natürlich aufpassen mit Saxophon, weil dann hat man natürlich auch Sachsen vielleicht wieder da, sozusagen, genau. Aber klar, kann man auch nehmen. Oder Hauptstadt von Niedersachsen ist ja Hannover. Irgendwie, wenn man jetzt irgendeine Verbindung mit Hannover hat, weil man jemanden kennt dort, dann kann man auch sich vorstellen, der Bär tanzt mit demjenigen, den ich aus Hannover kenne, in Niedersachsen durch die Gegend. Das heißt, man braucht einfach nur irgendwas, was man mit Niedersachsen verbindet, und das hängt man an den Bär. Und ich würde mir jetzt vorstellen, der Bär rennt mit seinem Sack irgendwie durch die Gegend und er ist so schwer, der geht da nieder, Niedersachsen. Und da vielleicht noch kurz eingehakt oder die Frage, hast du da Tipps? Du hast jetzt gesagt, oder wir haben ja auch schon erzählt, mit Bildern merken und sich so kleine Geschichten und Szenarien überlegen, was für dich da wichtig ist oder was da am besten funktioniert, dass diese kleinen Szenarien auch gut haften bleiben. Wir haben immer gesagt, ja, es soll extrem sein, emotional und so weiter. Hast du da so Dinge, auf die du wirklich achtest oder die du aus dem Gedächtnissport vielleicht auch aus der Erfahrung heraus gemerkt hast, oh, das funktioniert gut, das funktioniert nicht so gut, was da so Kriterien sind, damit es dann auch wirklich möglichst langfristig hängen bleibt.
Also ich glaube, wenn man das ganze Bild und die Geschichte mehr ausbaut, dann bleibt die auf jeden Fall länger hängen. Aus dem Gedächtnissport weiß ich aber, ich habe nicht so viel Zeit. Also im Gedächtnissport, wenn ich da mir 500 Zahlen merken muss, dann habe ich gar keine Zeit, die Geschichte extrem und krass und verrückt zu machen. Und da habe ich festgestellt, dass oft auch einfach wirklich die kurze Vorstellung von dem Bild auch oft reicht. Also das heißt, es ist natürlich gut, wenn man das mehr ausbaut und mehr ausschmückt, aber oft reicht es einfach auch, wenn man sich das Bild einfach so vorstellt. Dazu muss es nicht unbedingt zwangsläufig total extrem oder abstrus sein, sondern einfach nur präsent und visuell da sein. Das hilft mir meistens schon aus, reicht mir meistens schon aus. Und was noch wichtig ist, dass man vielleicht, also Emotionen natürlich mit einbaut, aber auch irgendwie Bewegung mit drin hat im Bild oder sowas. Also, dass es nicht so ein statisches Bild ist, sondern dass man sich vorstellt, da passiert irgendwas. Irgendwas geht von links nach rechts und irgendwas fällt runter oder sowas. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Emotion, Bewegung, Action irgendwie und eine klare visuelle Vorstellung. Auch sich vorstellen, man hört Sachen, geht auch. Also, man stellt sich vor, da der Affe zum Beispiel, der macht dabei noch Geräusche, wie er sein Bier trinkt oder sowas. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Also das kann ich, glaube ich, auch bestätigen, diese Vorstellungskraft, weil, also ich kenne es von mir selbst, mir ist dann zum Teil ein bisschen vorstellungsfaul, sage ich mal, dass man sagt so, ah ja, da passiert es mit dem Affe und dem Bier, aber man macht sich nicht wirklich die Mühe, das visuelle Bild mal so im inneren Auge abspielen zu lassen. Dass man wirklich nicht aktiv macht, ist, glaube ich, echt wichtig. Ja. Und genau, eine Frage noch. Du hast jetzt gleich, also ich, drei, vier mögliche Bilder runtergerattert bei Niedersachsen und wir bekommen oft die Frage, was mache ich denn, wenn mir kein Bild einfällt? Wie schaffe ich es, gute Bilder zu finden? Zum Beispiel auch für abstrakte Fachbegriffe. Wie schaffe ich es, das in ein gutes Bild zu übersetzen? Hast du da ein paar Tipps? Ja, also es ist auf jeden Fall eine Übungsfrage, dass man da besser drin wird. Ich empfehle halt immer, viele sagen ja, also Gedächtnissport brauche ich nicht, ich muss mir keine Wörter merken oder Zahlen merken, ich will mir Lernstoff merken. Das macht natürlich auch Sinn. Aber es ist so wie beim Fitnesstraining, man wird nur fit und schneller beim Marathonlaufen, wenn man auch mal kurze Strecken läuft. Das heißt also, der eine Punkt ist, ich empfehle auf jeden Fall ein bisschen Gedächtnissport zu betreiben. Das heißt also, sich ein paar Wörter zu merken, mal täglich, mal ein paar abstrakte Begriffe oder so versuchen zu merken, auch wenn man sie gar nicht unbedingt braucht für einen Lernstoff oder sowas. Aber dieses Training hilft dabei, dass man selber kennenlernt, was funktioniert gut für mich, wie komme ich auf den Begriff, wie muss ich mir den vorstellen, damit ich mir merke und so weiter. Das heißt, man muss die Techniken irgendwie einüben. Also dieses Trainieren ist ein Punkt, ein wichtiger Punkt. Und das Zweite ist, glaube ich, einfach mal so ein bisschen loszulassen und zu überlegen, was fällt mir denn als erstes ein? Viele versuchen auch immer, die perfekte Assoziation zu finden. Aber die perfekte Assoziation, was soll denn das sein? Eine Assoziation wird ja spontan irgendwie hergestellt. Und natürlich kann man daran arbeiten, dass es vielleicht noch ein besseres Bild ist. Aber das Erste, was einem einfällt, da sollte man einfach so mal sagen, okay, jetzt, was fällt mir gerade ein dazu? Das kann man nehmen, auch wenn es irgendwie abstrus ist oder komisch ist. Und mit der Zeit lockert sich das so ein bisschen. Mit der Zeit klopft man sich selber so ein bisschen weich, was seine Fantasie angeht. Und dann kommen die Sachen auch von alleine. Das ist echt eine Trainingsfrage. Und wenn einem nichts einfällt, dann stelle ich mir immer vor, oder sage ich immer, was würde jetzt ein Kind machen an der Stelle? Was würde dem Kind einfallen? Und weil manchmal traut man sich, glaube ich, einfach nur nicht. Und die Kinder erzählen nämlich die coolsten Geschichten. Also wenn ich die frage, was macht der Affe mit dem Bier? Naja, der badet in Bier oder der hat ganz viel Schaum im Bier oder was auch immer. Denen fällt da viel mehr ein. Also manchmal einfach sagen, was würde jetzt ein Kind sich überlegen? Und dann hängt man sich da dran und dann traut man sich auch da ein bisschen verrückter zu werden. Voll Ja, gut. das ist ein guter Tipp. Also das habe ich auch das erste Mal gehört. Das ist aber echt ehrlich schlecht. Guter Ja. Tipp, ja. Und auch das, was du gesagt hast, man muss nicht die perfekte Assoziation finden. Da habe ich mich gleich angesprochen gefühlt. Als ich angefangen habe mit den Gedächtnistechniken, war ich nämlich so drauf. Da habe ich gedacht, oh, ich muss immer das perfekte Bild finden und den perfekten Gedächtnispalast. Aber wie du sagst, einfach das nehmen, was als erstes hochkommt und was irgendwie funktioniert. Das muss nicht perfekt sein. Ja. Ist gut, Genau. danke, gute Ja. Tipps. Vielleicht kommen wir wieder zu unserem Beispiel Ja, zurück. genau. Das drittgrößte Bundesland ist Baden-Württemberg. Ja, jetzt haben wir ein Tier mit C. Was fällt denn euch da ein? Chamäleon kommt bei mir ganz spontan. Ja, das kommt bei den meisten wahrscheinlich spontan, das Chamäleon. Mir fällt jetzt spontan auch gar kein anderes ein. Wenn ihr noch im Chat euch ein Tier mit C einfällt, dann schreibt das einfach mal rein. Genau, ansonsten Chamäleon.
Und Baden-Württemberg, na, da denke ich irgendwie an Baden gehen oder sowas. Dann stelle ich mir halt das Chamäleon vor, das geht baden im Pool und das tarnt sich so in dem Pool, dass ich es nicht mehr sehen kann. Also ein getarntes Chamäleon im Pool geht baden. Und dann muss ich dieses Württemberg, das muss ich mir nicht extra noch merken, weil wenn ich auf Baden komme, dann weiß ich normalerweise auch als klar Baden-Württemberg. Ja, also man muss nicht den kompletten Begriff sich immer merken, sondern es reicht manchmal auch einfach ein Teilbegriff, wenn der Teil ausreicht, um sich an den Rest zu erinnern. Das sollte man auch bedenken, dass man immer versucht, so kurz wie möglich zu bleiben, aber so lang wie nötig mit den Assoziationen oder mit den Bildern. Ja, voll gut. Wichtige Sache, finde ich. Dass auch die Zuschauer, dass du schaust für dich, wie viel Bilder brauche ich und nicht mehr nehmen, als du wirklich brauchst, sonst hast du irgendwann ja einen Haufen Bilder im Kopf und vielleicht viel mehr, als du eigentlich bräuchtest, um dir den Lernstoff zu merken. Ja. Da sind wir auch ein bisschen unterschiedlich, weil ich bin jemand, ich fühle mich immer sicherer, lieber zwei Bilder als einzelne zu machen. Dann denke ich, ja, komme ich eher drauf. Aber zum Teil ist es dann wirklich auch unnötig. Es gibt dann nur ein besseres Gefühl und dauert länger dann. Und genau. Genau, aber das kriegt man eben nur durch Probieren auch aus, findet man das raus für sich. Jeder ist ein bisschen anders. Man kann nicht eins zu eins jemand anders kopieren und deswegen muss man einfach ausprobieren. Genau, und das sagen wir auch immer, es gibt nicht richtig oder falsch. Jeder hat ein anderes Tier, jeder hat ein anderes Bild, genau. Ah ja, ein Schuhe. Franzi ist noch auf Chihuahua gekommen. Auch gut, ja, für sie. Ja. Okay, dann genau. Die Zuschauer, du kannst ja schon mal überlegen, was für ein Tier fällt dir für D ein und schreib das mal rein in die Kommentare. Und das nächstgrößte Bundesland in Deutschland ist Nordrhein-Westfalen. Ja, Nordrhein-Westfalen. Und jetzt kommt D. Was, ja, das ist die Frage, was wir da jetzt nehmen. Was fällt euch ein? Dachs. Dachs, Dalmatiner. Delfin haben wir hier im Chat. Genau. Genau. Ja. Nehmen wir einfach mal den Delfin. Der Delfin ist ja gut. Und Nordrhein-Westfalen. Jetzt überlegt ihr auch mal, was kann man für ein Bild aus Nordrhein-Westfalen machen? Was fällt euch da ein? Also kommt immer darauf an, woher man kommt. Vielleicht, wenn man Fußballfan ist, dann fällt einem vielleicht irgendein Fußballverein aus Nordrhein-Westfalen ein. Was fällt euch noch ein? Genau, Genau, schreibt es gerne auf schreib's mal in meinen die Chat. Kommentare. Genau. Was fällt dir für ein Bild ein bei Nordrhein-Westfalen? Genau. Und mir würde es zum Beispiel schon reichen, wenn ich irgendwie Nord habe. Wenn ich dieses Nord habe, es gibt kein anderes Land, was mit Nord irgendwie anfängt, dann würde mir das eigentlich schon wieder reichen. Und in dem Augenblick stelle ich mir einfach vor, den Delfin, und der schwimmt nach Norden. Der hat so einen Kompass dabei und der schwimmt nach Norden, Nordrhein-Westfalen. Der reicht ihm schon. Und wenn ich jetzt noch den Rhein brauche, dann stelle ich mir vor, der Delfin schwimmt im Rhein nach Norden. Ja, Nordrhein. Und dann Nordrhein-Westfalen, dann reicht der Rest schon irgendwie. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann muss ich mir noch irgendwie vorstellen, der Delfin schwimmt im Rhein nach Norden und kommt aber im Westen an und wird da gepfählt auf Pfählen. Pfähle? Pfähle. Ja, genau. Also, aber normalerweise reicht dann Norden und Nordrhein schon komplett aus. Ja, es kommen auch echt gute Beispiele Genau. im Chat. Ein Pfahl im Rhein, gegen den der Delfin schwimmt. Ja, okay, super. Ihr seid schon voll dabei und auch voll kreativ. Richtig gut. Ja. Okay, eins können wir uns noch. Ja, genau. Wichtig ist, was mir gerade noch einfällt, wichtig ist immer den Auslöser der Geschichte als erstes zu haben. Also den Delfin sich zuerst vorzustellen. Hier hat man zum Beispiel das Beispiel, ein Pfahl mit dem Rhein, gegen den der Delfin schwimmt. Ist eine gute Geschichte, aber ich würde es einfach auch umdrehen und sagen, der Delfin ist im Rhein und schwimmt gegen den Pfahl. Weil ich denke zuerst an den Delfin und der Delfin muss mich an den Rest der Geschichte erinnern. Und das ist ganz wichtig. Und wie machst du das jetzt? Das ist vielleicht auch noch als Zwischenfrage, weil wir die auch öfters gestellt bekommen, wenn man sich Geschichten überlegt oder wie jetzt zum Beispiel das Alphabet hernehmen, dass man noch weiß, okay, ich habe mir damit jetzt überhaupt die Städte, Länder, was auch immer, mir damit gemerkt, wie machst du das, dass du dann auch weißt, was du mit der Geschichte oder jetzt mit dem System dann gemerkt hast, gerade wenn man dann eben sich mehrere Geschichten ausdenkt oder mehrere Gedächtnispaläste sich kreiert hat, gehst du da vor? Also ehrlich gesagt, wenn ich weiß, also wenn ich das auch ein paar Mal wiederholt habe, Bundesländer, dann weiß ich doch, wo die dranhängen. Also natürlich, wenn man richtig viel Lernstoff hat, dann kann es natürlich sein, dass man nochmal suchen muss, wo ist denn das jetzt? Ist es jetzt im Park oder ist es jetzt im Einkaufszentrum oder wo ist es jetzt? Und
Das passiert aber, glaube ich, erst, wenn man wirklich richtig viele verschiedene Sachen hat. Und wenn man das hat, dann kann man zum einen einfach auch darauf zurückgreifen, sich eine Liste machen, wo ist was. Ja, ist wieder ganz klassisch mit so einer Liste, aber warum nicht? Wir haben Handys, wir haben Zettel und Stift, wir dürfen das auch benutzen. Genau. Oder wenn man das nicht machen kann oder will, weil man in einer Prüfung sitzt, dann kann man sich natürlich auch einfach die Orte anhand von Orten machen. Das ist kryptisch, aber ich stelle mir vor, ich habe jetzt meinetwegen das Thema Paris habe ich jetzt im Park. Und das Thema Coronavirus habe ich jetzt in meiner Wohnung. Das heißt, ich mache mir eine neue Route und an dem ersten Punkt stelle ich mir halt Paris, den Eiffelturm vor und der Eiffelturm ist im Park. Deswegen weiß ich, aha, Paris ist im Park. Und am zweiten Punkt stelle ich mir dann eben vor den Virus und der Virus ist überall in meiner Wohnung. Dann habe ich den quasi da. Also das ist so eine Art Katalog. Also man hat so eine Art Route, um festzustellen, wo denn die ganzen Themenbereiche liegen. Das ist schon ein bisschen. Ich finde es ein bisschen zu kompliziert gemacht, weil letztlich erinnert man sich sehr gut daran, wo die Sachen waren. Okay. Das ist, glaube ich, auch prinzipiell so auf einer Route, weil oft dann auch die Frage kommt, wie weiß ich, wenn ich da jetzt mir 30 Fakten überlegt habe, wie komme ich jetzt an den 15. Punkt? Aber oft, das kannst du vielleicht bestätigen, springt man automatisch dann schon dahin, weil man weiß, ah ja, da war die und die Szenario, das und das Szenario oder so und Ja. Ich muss sagen, im Medizinstudium, das sind dann irgendwie doch ganz schön viele Krankheiten, die man auswendig lernen muss. Und wenn es dann irgendwelche Krankheiten sind, die ich nur sehr selten wiederholt habe, dann hat es mir schon geholfen, da irgendwie nochmal einen Anker an den Anfang der Route zu machen, irgendein Bild, was mich dann erinnert hat, wo ich überlegen konnte, ah ja, wo habe ich die Krankheit abgelegt? Ah ja, klar, das Bild war ja da und da, dass ich dann da diese Verknüpfung hatte und wusste, wo ich suchen muss nach dem Wissen. Ja. Genau. Aber da muss jeder, glaube ich, schauen, was für ihn funktioniert. Und häufig ist es wirklich so, dass man einfach schon weiß, ah ja, da ist mein Gedächtnispalast für das Thema und automatisch im Kopf hinspringt an diesen Ort. Das ist echt ganz faszinierend. Ist mir in den letzten Tagen wieder aufgefallen, als ich irgendwie mal an einen Lernstoff gedacht habe aus dem Medizinstudium. Und dann ist mir aufgefallen, oh krass, ich bin ja automatisch im Kopf an dem Ort, wo mein Gedächtnispalast ist. Und wenn du jetzt anfängst mit der Loki-Methode, die Zuschauer, dann wirst du das auch merken, wahrscheinlich, dass du dann automatisch immer dahin hüpfst an deinen Ort. Ja. Genau. Okay, wir können uns ja noch ein Bundesland merken und dann wollen wir mal schauen, ob wir uns auch alles gemerkt haben, ob es auch funktioniert hat. Und zwar ist das fünftgrößte Bundesland in Deutschland Brandenburg. Und ja. genau, die Zuschauer, ja, Wo ihr sind wir denn könnt jetzt? Bei welchen Buchstaben? E. E wie? genau, bei E sind wir. E, Ja. genau. Könnt ihr auch wieder mal reinschreiben, welches Tier ihr da mit assoziiert mit E? Genau, also wahrscheinlich fallen den meisten fällt jetzt das eine Tier mit dem Rüssel ein. Ich habe es jetzt schon verraten, genau. Ah, oder das andere, das IA macht. Ja, oder Esel. Das geht natürlich auch gut. Stimmt, ja, richtig. Man könnte auch ein Egel nehmen oder sowas. Ah ja. Esel kommt hier öfter auf, wie ich sehe. Esel, Esel, Esel. Krass, okay. Da kommt der Elefant. Sehr gut. Also, ja, suchen wir uns eins aus. Ich würde jetzt gerne den Elefanten nehmen. Ich nehme immer den Elefanten. Brandenburg. Gut, ich komme aus Brandenburg. Das ist natürlich dann einfach für mich. Das heißt, wenn man was Persönliches damit verbindet, zum Beispiel, weil ich aus Brandenburg komme, stelle ich mir einfach vor, in Brandenburg, in meiner Geburtsstadt, rennt ein Elefant durch die Gegend und macht alles platt da irgendwie. Das ist aber nur, weil ich da eine Assoziation mit habe. Wenn man jetzt keine direkte Assoziation hat, also genau, es gibt immer die verschiedenen Wege. Wenn man irgendeine Assoziation hat, wie ich mit Brandenburg, der rennt durch die Stadt. Okay. Wenn man gar keine Assoziation hat, dann muss man sich irgendwie ein Ersatzwort machen. Und da würde ich zum Beispiel eine brennende Burg machen. Und zum Beispiel stelle ich mir einfach vor, der Elefant löscht die brennende Burg mit seinem Rüssel. Ja, also der Elefant rennt durch die Gegend, holt Wasser, um die brennende Burg, Brandenburg zu löschen. Und das wäre dann die Geschichte hier. Das kam auch ein paar Mal in den Chat, also da waren Genau. manche auch sehr kreativ und ja, perfekt. Okay, cool. Genau, dann wiederholen wir einfach mal kurz und ihr könnt jetzt euch selbst testen, ob es geklappt hat. Ihr könnt jetzt mal für euch das durchgehen, nochmal überlegen, okay, was war bei A, bei B und so weiter und schaut mal, ob ihr noch wirklich auf alle Dinge kommt. Und ihr seht, wenn wir das jetzt weiter spinnen würden mit den 10 Bundesländern oder Städten, was auch immer,
dann könnten wir auch uns damit 24 Dinge recht einfach merken und genau. Genau, ja, jetzt Schreib noch. doch einmal rein in die Genau. Kommentare, die Zuschauer, wenn du dich erinnerst an die fünf größten Bundesländer in Deutschland. Genau. Ja, Entschuldigung, Hannes. Genau, und ihr könnt auch mal reinschreiben, ein Ziel mit X. Ein Tier mit Weil wenn man X. bei X irgendwann angekommen ist, ich habe da immer das Xylophontier, aber das ist natürlich sehr kreativ, genau. Ja, stimmt. Okay. Ihr könnt ja mal auch Daumen hoch, ist vielleicht einfacher, als es konkret vielleicht reinzutippeln. Daumen hoch machen, wenn es für euch geklappt hat und Genau. genau. Dann würde ich sagen, wiederholen wir noch einmal, oder? Und schauen, ob alles hängen geblieben ist. Okay, es ging ja los mit dem größten Bundesland bei A. Euer Lia schreibt schon alles Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg. Oh, das dritte hat gefehlt. Okay. Also wir können ja einmal kurz wiederholen nochmal. Und vielleicht, weil ich da gesehen habe mit den Fragezeichen im Chat, wie gehst du denn jetzt vor, wenn du sagst, oh Mist, ich bin jetzt bei einem Delfin angekommen, ich habe keine Ahnung mehr, was da passiert ist? Oder hast du da noch irgendwie einen Tipp, wie du dann vorgehst, wenn du wirklich in der Situation was vergessen hast und dann, damit du doch vielleicht wieder auf das Bild kommst und da irgendwie drauf Zugriff hast? Oder Ja, wenn ich sowas, also der Punkt ist, wenn ich merke, okay, ich habe es vergessen, es kommt immer darauf an. Also wenn ich jetzt Lernstoff habe, dann gucke ich nochmal drauf und sage, okay, ich muss das Bild besser machen, das hat noch nicht gereicht. Ja, in dem Fall zum Beispiel das C, das Chamäleon. So. Was war beim Chamäleon? Das heißt für mich, die Geschichte war nicht gut oder das Chamäleon war an einem guten Ort. Das heißt, ich mache das Ganze nochmal, das Bild, stelle mir es nochmal vor. Und um drauf zu kommen, ja, ich versuche einfach, ja, oft ist es schwierig, also wirklich wieder drauf zu kommen, wenn man sich so ein Wort gemerkt hat und es vergessen hat, ist oft schwierig. Ich würde es einfach nochmal nacharbeiten, das Bild, und nochmal ein bisschen besser machen und eindrücklicher machen. Und dann ist es beim nächsten Mal auf jeden Fall da. Und was machst du jetzt, wenn du im Gedächtnissport sitzt? Du weißt, oh, shit, hoffentlich mache ich jetzt den Fehler in der Zeile nicht, mir fehlt das Bild noch. Du sagst ja dann nicht und gibst es gleich auf und sagst, oh, das habe ich vergessen. Vielleicht kannst du da mal Einblicke geben, weil ich das eben selbst auch kenne. Die Situation mal, denn komm, ich hab, vielleicht komme ich doch noch irgendwie drauf. Und manchmal ist es ja dann so, dass es irgendwie doch noch kommt. Da hast du da, kannst du beschreiben, wie du da dann vorgehst. Also es gibt ja beim Gedächtnissport verschiedene Systeme. Zum Beispiel haben wir ein System, um uns Zahlen zu merken. Ja? Und beim Zahlenmerken ist es so, wir haben ein Bild für jede Zahl von 00 bis 99 und dann gehen wir es einfach im Kopf durch. War es jetzt das? War es jetzt das? War es jetzt das? Bei Wörtern ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil wir haben ja nicht für jedes Wort auf der Welt irgendwie ein Bild im Kopf. Aber was ich dann mache, ist, ich gehe einfach das Alphabet durch und ich überlege, war das Wort mit A? Dann überlege ich kurz A, an, as, au. Nee, okay, B, ba, bu, bi, ba, bum. Irgendwie so. Also ich versuche im Kopf einfach mein Gehirn quasi zu triggern, dass es dann den Rest macht für mich sozusagen. Also ich überlege, was mit B, blub, blub, Blaubeer, ah ja, oder B, ba, ba, Baden-Württemberg zum Beispiel. Ja, und dann hätte ich jetzt in dem Fall das Chamäleon wieder gefunden. Ja. Ja. Ja, Okay. okay, ja. Cool. Ja, guter Tipp. Okay, aber jetzt vielleicht wirklich wiederholen. Okay, einmal ganz kurz. Möchtest du es machen, Hannes, oder sollen wir nochmal durchgehen durch die fünf größten Bundesländer? Ist egal. Okay, dann lege ich einfach mal los. Zuerst hatten wir den Affen. Vielleicht erinnerst du dich, was hat der Affe gemacht? Der saß im Baum mit seinem bayerischen Bierkrug. Also weißt du, ja, das größte Bundesland in Deutschland muss Bayern sein. Dann für das zweitgrößte hatten wir den Buchstaben B. Da haben wir uns überlegt, welches Tier? Den Bär, genau. Oder Und, das entsprechende Tier, was du oder dir dann was, selbst genau. überlegt hast. Der Bär, der hatte einen Sack und ist dann niedergegangen. Also wissen wir, ja, das zweitgrößte muss Niedersachsen sein. Das dritte, da hatten wir uns ein Chamäleon gemerkt. Es hat gebadet und sich dadurch getarnt. Also wissen wir, das drittgrößte Bundesland ist Baden-Württemberg. Dann hatten wir für D den Delfin, der ist nach Norden geschwommen, für Nordrhein-Westfalen, genau. Der, gut, los ist es. Und dann das römische Buchstabe, der Elefant. Und der Elefant die brennende Burg, den Brand in der Burg gelöscht, also das fünftgrößte Brandenburg.
Und ja, ganz viele haben ja auch schon den Daumen hoch gegeben, dass es funktioniert hat. Genau, cool. Ja, und wie ist es denn jetzt, was kann ich das jetzt, wenn ich mir in Schule und Studium Dinge merken möchte, wie kann ich das da anwenden? Mit der Gedächtnistechnik, was kann ich mir alles merken? Der Loki-Methode. Also der Punkt ist ja oft, dass man sagt, okay, mein Stoff ist jetzt irgendwie sehr komplex oder so und den kann ich mir doch damit nicht merken. Da muss man sich doch noch ganz andere Sachen merken. Der entscheidende Punkt ist wirklich, was ich vorhin schon gesagt habe, dass man den Stoff strukturiert, bevor man sich ihn merkt. Und dieses Beispiel mit dem, stell dir vor, du musst einen Vortrag halten über dein Thema. Was musst du machen beim Vortrag? Du musst Stichpunkte machen, das geht ja gar nicht anders. Du musst einzeln die einzelnen Punkte nacheinander abarbeiten. Und egal wie komplex der Stoff ist, du kannst sie immer auf Stichpunkte runterbrechen, sonst könnte man ja über keinen Stoff irgendwie einen Vortrag halten. Und das heißt, ich bringe den Stoff, breche den runter auf Stichpunkte und merke mir dann die Stichpunkte. Und da ist es fast egal, um welchen Stoff es sich handelt. Natürlich ist es schwieriger, wenn ich Fachbegriffe habe, dann muss ich kreativer werden und versuchen, mir diese Fachbegriffe bildlich vorzustellen und Bilder dafür zu machen. Aber letztlich läuft es immer darauf hinaus, am besten ist es halt wirklich diese Routenmethode, Loki-Methode zu benutzen, weil ich finde, das ist das A und O. Und wenn man viele Orte und Punkte hat, dann kann man relativ schnell auch starten und auch relativ schnell jeden Stoff irgendwie lernen. Das wäre unsere nächste Frage gewesen, weil wir die auch öfters bekommen. Wie lang würdest du sagen, wenn jetzt einer von null anfängt, er hört jetzt unser Interview, will sich das erste Mal einen Gedächtnispalast bauen, damit er dann zurechtkommt und wirklich damit so das erste Mal vielleicht für eine Klausur, Prüfung oder so lernen kann? Wie schnell würdest du sagen, beherrscht man dann so eine Technik oder kann man anwenden? Kannst du es noch mal kurz wiederholen? Ich habe hier gerade irgendwie Bauarbeiten nebenan. Ja, kein Problem. Was würdest du sagen? Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, wie lange dauert es, bis man dann wirklich zum Beispiel jetzt die Loki-Methode dann so weit beherrscht oder kann? Wenn jetzt einer das erste Mal heute rangehen will, sagt, ich möchte das erste Mal mir einen Gedächtnispalast bauen, wie lange würdest du sagen, braucht der, bis der das erste Mal damit wirklich effektiv sich was merken kann? Oder Also das dann vielleicht. erste Mal funktioniert sofort im Grunde. Das haben wir ja auch gerade gesehen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Seminar mache oder so, dann mache ich ja im Raum mit den Leuten einen Weg. Und da merken die sich dann eben auch nicht nur 5, sondern auch 10 oder 20 Sachen auf Anhieb. Der Punkt hier ist, dass ich den Leuten dabei meistens dann auch noch helfe. Ich sage denen, okay, stellt euch das so vor, nehmt das Bild und so weiter. Das heißt, die Technik, glaube ich, funktioniert von Anfang an, wenn die Leute das Bild haben, oder ein gutes Bild haben. Aber der Weg, sich selber die Bilder auszudenken und auch die gut abzulegen und zu visualisieren, das ist eine Übungssache. Das heißt also, gerade was ihr macht mit Happy Hippocampus und hier mit Lernolution, ihr gebt ja viele Bilder vor. Und ich glaube, das funktioniert super von Anfang an. Und das ist eine gute Grundlage, um zu sehen, okay, das funktioniert gut und das könnte man machen, so geht's vielleicht. Und dann muss man einfach loslegen. Man muss loslegen. Wenn es nicht 50 Punkte sind, 20 Punkte machen, sich 20 Wörter aufschreiben und versuchen oder aufschreiben lassen und versuchen, sich die zu merken. Und bei jedem geht es ein bisschen anders. Der eine ist schneller drin, der andere braucht ein bisschen länger, aber im Grunde kann jeder davon profitieren. Egal, ob er ein bisschen länger am Anfang braucht oder nicht. Kein Stress, kein Druck. Das kommt von alleine irgendwann. Wenn man es regelmäßig macht, weil die Regelmäßigkeit ist alles. Und ein Freund von mir, der sagte mal, ja, du putzt dir ja auch nicht einmal im Monat 2 Stunden lang die Zähne, sondern jeden Tag 2 Minuten, weil alles andere bringt ja nichts. Und kannst du vielleicht auch sagen, für wen jetzt zum Beispiel die Loki-Methode geeignet ist oder ab welchem Alter würdest du sagen, kann man damit arbeiten? Was würdest du Also ich da glaube, sagen? dass man auch mit kleinen Kindern schon damit arbeiten kann. Man kann ganz früh anfangen. Letztlich, ja, sobald man mit dem Kind irgendwie kommunizieren kann und sprechen kann, kann man auch damit anfangen. Und natürlich ganz langsam. Dann machen wir einfach nur 3 Punkte. So in deinem Kinderzimmer. Jetzt, du bist 4 Jahre alt und wir stellen uns jetzt hier an dein Bett, stellen wir jetzt uns einen Elefanten vor. Und da hinten an dem kleinen Tisch, da stellen wir uns jetzt eine Katze vor oder sowas. Ja, also einfach schöne Sachen, die Kindern auch Spaß machen. Dann kann man ganz, ganz früh anfangen. Ich finde, dass das Schulalter ein wirklich guter Zeitpunkt ist, um auch wirklich intensiver damit einzusteigen, weil dann haben die Kinder, also dann haben
dann können die schon ausreichend gut sprechen und, also was heißt ausreichend, dann können die schon vollkommen sprechen sozusagen, beherrschen die Sprache, können dann auch schneller mal irgendwelche Sachen sich spontan überlegen und so weiter. Und wenn man schreiben kann, dann kann man sich auch diese Zahlensysteme dann später besser merken und so weiter. Also ich glaube, man kann sofort damit anfangen, mit 3, 4 Jahren, so kleine Sachen einfach mal aus Spaß zu üben. Es muss immer Spaß machen, aber ich finde, ab dem Schulalter, also meine Meinung ist, ab dem Schulalter gehört Gedächtnissport in die Schule. Und ich sage hier auch Gedächtnissport aus dem Grund, weil ich glaube, dass der Gedächtnissport die Grundlage dafür ist, um erfolgreicher später die Gedächtnistechniken auf andere Sachen anzuwenden. Und wenn einmal in der Woche eine Stunde lang Gedächtnissport in der Schule wäre, wir merken uns heute mal Wörter, wir merken uns heute mal Namen und Gesichter, dann kommen die Kinder nach 10, 12, 13 Jahren aus der Schule, haben irgendwie 5000 Orte im Kopf und können loslegen für ihr Studium. Du redest uns aus der Seele, weil also das finde ich auch so persönlich den Anreiz oder die Vision, warum wir das Ganze auch machen, damit irgendwann das wirklich so ist, wie du es beschrieben hast, dass es einfach ein normales Fach ist, weil wir finden es einfach schade. In der Schule, weder im Studium noch in einem lernintensiven Studium in Medizin, keiner sagt einem, wie es geht. Und wenn du auch gesagt hast, ich würde ihm auch dir absolut recht geben, dass gerade oder spät in der Grundschule, die Kinder sind auch so kreativ, wie du vorhin auch gesagt hast, die haben so coole Ideen, vielleicht sind sie noch kreativer als Erwachsene mit 30, 40 Jahren da. Und ja, dass das einfach ja, unsere Wunschvorstellung wäre, dass ja, irgendwann wirklich in der Schule das ein Standardfach ist wie Deutsch, Mathe oder was weiß ich auch. Ja. Echt cool. Okay. Möchte ich uns jetzt so zum Abschluss so deine 3 Tipps geben für ja, deine 3 Top-Tipps, wenn sich jetzt die Zuschauer Dinge in Schule und Studium und vielleicht auch im Alltag besser merken möchten. Und ihr könnt währenddessen vielleicht schon mal gleich eure Fragen noch reinschreiben, die ihr vielleicht an Hannes habt. Ich sage mal, egal was bezüglich Lernen, Gedächtnis, welche Fragen ihr noch habt, schreibt sie vielleicht gleich jetzt schon mal rein und genau. Aber jetzt das dann, Bonson. Also die 3 Tipps für Gedächtnistechnik oder fürs Lernen allgemein? Fürs Lernen allgemein, um besser und schneller und nachhaltiger zu lernen. Ja, also ich würde fast an der Stelle mal weggehen von Gedächtnistechniken und sagen, erstens genug Zeit nehmen. Ja, das ist, ob man Gedächtnistechniken verwendet oder nicht, nehmt euch Zeit und fangt rechtzeitig an. Ist ein komischer Tipp, weil viele lernen ja kurz auf den letzten Drücker, aber es hilft tatsächlich, wenn man das macht. Ganz wichtiger Punkt ist, ein gezieltes Wiederholen und zwar ein strukturiertes Wiederholen. Nicht irgendwie 10-mal am Tag wiederholen, weil das ist irgendwann auch Zeitverschwendung, sondern so wiederholen, dass man einen bestimmten Rhythmus hat. Also zum Beispiel nach einem Tag wiederholen, nach einer Woche wiederholen, nach 3 Wochen wiederholen, was auch immer. So, dass es langfristig drin bleibt und dass man es nicht schon wieder vergessen hat bei der ersten Wiederholung. Und ja, der 3. Tipp, was könnte mein 3. Tipp sein? Benutzt Gedächtnistechniken. Weil Gedächtnistechniken erleichtern euch das Leben enorm. Und benutzt sie aber hauptsächlich dann, wo ihr wirklich Schwierigkeiten habt, gerade am Anfang. Benutzt die Gedächtnistechniken da, wo ihr Schwierigkeiten habt, bei Dingen, die ihr euch sowieso merkt, wo ihr sagt, das merke ich mir auch so. Erster Punkt, natürlich aufpassen, stimmt das auch, merkt ihr euch das auch so? Und 2. Punkt, wenn es tatsächlich so ist, dann müsst ihr auch keine Gedächtnistechniken benutzen. Also, weil dann ist es zu viel Arbeit dafür. Gedächtnistechniken gezielt einsetzen an bestimmten Stellen, wo es wichtig wird, wo ich mir die Sache einfach nicht merken kann, da einsetzen. Genau. Ja, also cool. Vielen Dank für die coolen Tipps. Ja. Und es kamen tatsächlich ein paar Fragen rein. Ich schaue mal, ob ich die mir nochmal angucken kann. Genau. Genau, die allererste Frage, die war vorhin schon ganz am Anfang noch, als du erzählt hast, wie du so mit der Looping-Methode anfängst, und die war, wie viele Orte oder markante Routenpunkte, markante Gegenstände in dem Raum suchst du so? Ich denke, die Frage hat darauf abgezielt, ja, wie viele Dinge merkst du dir dann zum Beispiel mit einem Raum und wie viele Routenpunkte hast du dann? Also ich unterscheide hier nochmal zwischen Lernstoff fürs Studium oder für die Schule oder was auch immer und Gedächtnissport. Das mache ich ein bisschen unterschiedlich, weil ich gemerkt habe, beim Gedächtnissport ist es schön, wenn der Raum nicht so voll ist. Wenn ich in einem Raum bloß 5, 6 Punkte habe oder sowas. Aber wenn ich Zeit habe zum Lernen, also für Lernstoff zum Beispiel, dann schaue ich einfach, wie der Raum so ist. Wie viele Gegenstände gibt es da drin, die eindeutig sind irgendwie? Also der Tisch, der Schreibtisch, dann der Fernseher, das Fenster. Vielleicht so bis zu 10 Punkten.
kommt auf den Raum an, auch wie groß der ist. In einem kleinen Bad kann man natürlich nicht so viele Punkte machen. Aber was auch noch ein ganz wichtiger Tipp ist, man kann ja auch mehrere Gegenstände, mehrere Dinge sich an einem Ort merken, als kleine Geschichte. Also ich kann ja auch drei Stichpunkte an einem Ort machen, indem ich aus den drei Stichpunkten eine kleine Geschichte mache. Das heißt, ich verbinde diese Geschichtenmethode, Geschichten erfinden, mit der Routenmethode, indem ich mir am Ort eine Geschichte vorstelle. Und stellen wir uns vor, wir haben jetzt drei Stichpunkte an einem Ort, haben 10 Orte in einem Raum, dann haben wir schon 30 Stichpunkte. Und mit 30 Stichpunkten kann man schon ganz guten Vortrag halten und damit auch schon ganz gut Stoff verpacken. Und das heißt, so viele Orte, man braucht gar nicht so wahnsinnig viele Orte, man muss sie nur effektiv nutzen. Mhm. Ja, gute Tipps. Okay, dann die Frage, die nächste Frage. Anna hat gefragt, sollte man ein Fach, für das man lernt, in mehrere Listen teilen oder in eine große packen? Was willst du da sagen? Also ich würde versuchen, das thematisch zu unterteilen. Also ein Fach besteht ja trotzdem irgendwie aus verschiedenen Unterthemen. Und ich würde halt sagen, ein Thema, ein Unterthema, wenn es sich gut machen lässt, lege ich auf eine Liste, auf einen Weg ab, ein Unterthema auf den nächsten Weg. Oder ich sage, okay, die ersten 20 Punkte sind das erste Unterthema. Die nächsten 20 Punkte sind das nächste Unterthema und so weiter. Das heißt also, thematisch auf jeden Fall sortieren und thematisch die Dinge, die zusammengehören, auf einen Wegabschnitt oder auf eine Liste, auf eine einzige Liste legen. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil es strukturiert ja den Stoff auch ganz gut. Mhm. Okay. Zum Teil haben wir es dann auch so gemacht, dass wir es noch größer strukturiert haben, genau wie du gerade beschrieben hast, oder im Medizinstudium, wo die Stoffmenge sehr, sehr groß ist, dass wir einfach verschiedene Städte hergenommen haben. Mikrobiologie ist in der einen Stadt und so weiter und das noch größer aufgegliedert haben und so kann man dann auch sich die Struktur schaffen, wirklich ganze Städte und Räumlichkeiten zusammennehmen. Genau. Ja, ich habe auch, fällt mir gerade ein, ich habe auch Google Street View mal eine Zeit lang benutzt oder benutze es immer noch mal ab und zu. Gerade jetzt bei wenn man nicht mehr raus kann, kann man da quasi auch gute Wege machen. Also das, ich habe mir dann so einen buddhistischen Tempel mal genommen und da haben wir was gemerkt, bin da durch diesen Tempel bei Street View gelaufen, das war irgendwie cool und hat auch gut funktioniert. Also kann ich nur empfehlen. Ist auch ein cooler Tipp, ja. Gute Idee, ja. Ramzi fragt noch, wie viele Stunden trainierst du in der Woche? Das ist eine gute Frage. Ja, also im Moment nicht mehr ganz so viel, weil ich jetzt auch viele andere Sachen mache. Aber wenn es jetzt Richtung Meisterschaften gehe und ich versuche da wieder vorne mit dabei zu sein, dann versuche ich am Tag schon so 2 Stunden was zu machen. Also so im Schnitt vielleicht 10, 15 Stunden pro Woche. Aber es kann auch sein, dass ich es einfach mal wochenlang wieder mal ausfallen lasse und andere Sachen zu tun habe. Und im Durchschnitt pro Tag würde ich sagen, über das ganze Jahr bin ich vielleicht eine halbe Stunde dabei, wirklich zu trainieren für Gedächtnissport. Das hört sich gar nicht so viel an. Klar, wenn man jetzt den Durchschnitt über das Jahr sieht, das ist immer noch eine ganze Menge. Aber es, wie gesagt, die Regelmäßigkeit macht es und das ist das Entscheidende. Mhm. Und du hast gerade schon angesprochen, nächster Wettkampf, steht da aktuell was davor oder hast du das Ziel, das dritte Mal dir den Titel zu holen oder was ist da so? Oder was sind noch deine Ziele jetzt, wenn du ja quasi das Höchste erreicht hast? Willst du jetzt das dritte Mal, willst du Rekorde brechen? Was ist so dein nächstes Ziel und dein nächster Wettkampf? Interessiert mich ja, jetzt. Ja, also Wettkämpfe fallen ja jetzt gerade auch alle aus. Ne? Ist auch nicht so viel los gerade. Aber ja, also ich habe noch nicht ganz aufgegeben, sagen wir mal so. Ich bin ja jetzt, Sechster in der Wettkampfliste, glaube ich. Und es kommen halt wirklich extrem gute Leute aus der Mongolei, aus den USA, aus Italien. Der Andrea ist ja jetzt Weltmeister geworden. Und das ist halt, die sind super stark, die sind 15 Jahre jünger als ich. Und da denke ich mir auch so, vielleicht ist jetzt irgendwann mal zu Ende. Aber so richtig loslassen kann ich noch nicht. Und ich habe auch immer noch Lust drauf. Und es wäre irgendwie cool, nochmal so zurückzukommen und zu sagen, so, jetzt habe ich mich nochmal verbessert. Aber ich muss auch extrem viel Zeit investieren. Also ich muss, glaube ich, deutlich mehr Zeit jetzt investieren als die Leute, die jetzt erst anfangen und als ich vor 10, 15 Jahren angefangen habe. Und ich muss natürlich auch andere Sachen machen jetzt. Also als Student hast du halt ein bisschen Zeit nebenbei, Gedächtnissport zu betreiben, muss ich da nicht um andere Sachen kümmern. Und jetzt muss ich mich natürlich um andere Dinge auch kümmern, meine Selbstständigkeit und so weiter. Und von daher ist nicht mehr so viel Zeit. Aber ja, vielleicht kriege ich nochmal so einen richtigen Hype, dass ich sage, jetzt fange ich nochmal richtig an. Ich hatte auch überlegt, mal zu den Mongolen ins Trainingslager zu fahren und mal einen Monat in der Mongolei zu trainieren.
Ich glaube, das wäre ganz cool. Da kannst du auch eine ganz gute Story draus machen. Cool, ja. Klingt Genau. gut, ja. Ja, Genau, dann kommen. Tobi fragt noch, wie merkt man sich Infos zum histologischen Präparat? Hast du da einen Tipp? Also bei Histologie ist es so, man sich zum Teil merken, wie einzelne Zellen aussehen. Also man schaut sich das dann unter dem Mikroskop an, muss wissen, welches Gewebe ist das, was ich da jetzt vor mir sehe. Und zum Teil muss man auch einzelne Schichten in der richtigen Reihenfolge kennen. Das jetzt zu abstrakt ist. Ansonsten können wir kurz drauf eingehen. Oder kannst du das ganz gut vorstellen? Also ich kann mir das gut vorstellen. Oder was meinst du jetzt? Ja, genau, ob du da Genau, was dazu. ja. Also ich meine, da seid ihr ja die Experten für. Ich bin kein Mediziner. Ich habe zwar auch mal ein bisschen mit Medizinern gearbeitet und ich würde das auch so in die Richtung gehen, aber da seid ihr die Experten, da lasse ich euch auf jeden Fall den Vortritt. Okay, also Tobi, wir würden sagen, wenn es jetzt, genau, erstmal muss man ja diese Präparate erkennen in Histo und da kannst du dir zum Beispiel irgendwas Markantes raussuchen bei den einzelnen Präparaten, ja, was sofort ins Auge sticht, wenn du dieses Gewebe unter dem Mikroskop siehst. Und dafür kannst du dir dann zum Beispiel irgendein Bild machen. Also manchmal sind es irgendwelche spiegeleiartigen Zellen, da kannst du dir dann ein Spiegelei vorstellen. Oder manchmal sieht es vielleicht irgendwie, Herzform oder so oder aus, es sieht oder? aus wie ein Schwamm oder irgendwas. Und dann machst du dir für jedes Präparat ein Bild und dieses Bild verknüpfst du dann mit dem Organ, das es ist. So kannst du schon mal sicher bei jedem Präparat drauf kommen, welches Organ das ist. Also man muss, was weiß ich, da gibt es ja tausende Sachen, den Uterus oder das Auge oder den Skelettmuskel. Und so kannst du dir für jedes Präparat eine kleine Merkhilfe machen, damit du die Präparate schon mal sicher erkennst. Genau, und dann würde ich sagen, kannst du auch wieder einfach einen Gedächtnispalast dir vielleicht für ein Präparat bauen quasi, wo du dann die ganzen Eigenschaften, die einzelnen Zellen und so weiter dann noch mit Bildern auch ablegst. Gerade oft muss man vielleicht bei der Haut oder so auch die einzelnen Schichten merken. Das kannst du dann einfach auch in deinem Gedächtnispalast, in deinem Raum einfach der Reihe nach ablegen. Und so hast du dann auch damit schon allein die Reihenfolge der einzelnen Schichten kopiert und dir gemerkt dann letztendlich genau. Genau. Okay, dann schaue ich mal. Da haben wir noch eine Frage. Travel Ecstatic fragt, wie habt ihr Anatomie gelernt? Verlauf von Nerven zwischen Muskeln etc. Genau, bezüglich Nerven können wir dir das Plexus brachialis Video auf unserem kostenlosen YouTube-Kanal empfehlen. Da haben wir dir nämlich so einen Raum abgefilmt und haben uns ganz konkret, wie wir es jetzt auch beschrieben haben, einfach uns gemerkt, wie man sich die Dinge ablegt und genau. Genau, schau am besten mal auf unseren YouTube-Kanal Happy Hippocampus. Das Plexus brachialis Video. Und wenn du da noch so genaue Unterinfos brauchst, wie jetzt die einzelnen Nerven verlaufen, dann kannst du es so machen, wie der Hannes auch gesagt hat. Du könntest dir zum Beispiel kleine Geschichten an den einzelnen Routenpunkten machen, wo du dir dann nochmal merkst, zum Beispiel verläuft auf dem Musculus quadratus lumborum oder verläuft seitlich von dem und dem Muskel. Dann kannst du dir ja, da nochmal kleine Geschichte an deinem Routenpunkt stattfinden lassen, zum Beispiel. Genau. Genau, aber schau da einfach mal auf Ja, YouTube, da gibt es viele genau. Beispiele. Genau. Okay, Dann war noch die dann. Frage, da kannst du gerne auch was dazu sagen, Hannes. Hab mir viele Notizen gemacht. Nee, Ich glaube, es so. war überhaupt keine Achso, war Frage gar mehr. keine Frage. Ich glaube, Stimmt. wir haben alle Fragen durch. Okay. Dann. Und genau, Hannes, du hast ja schon gemeint, du bist selbstständig, bist ja auch Gedächtnistrainer und ich glaube, du hast jetzt auch gerade so eine kleine Aktion, so ein kleines Angebot. Magst du davon mal kurz erzählen? Für Genau, die, da die jetzt noch mehr von dir lernen erfahren möchten. wollen, schaut auf jeden Fall auch bei Instagram oder sag gerne Genau. deine Kanäle, wo du die Leute gerne ansprichst oder haben möchtest und genau. Genau, also man kann natürlich ganz normal über meine Webseite mich mir Anfragen stellen, auch für Einzelcoachings oder für Webinare jetzt, weil Live-Seminare gibt es ja nicht mehr. Und ansonsten habe ich jetzt so eine Aktion, nenne ich 20 für 20. Man kann für 20 € kann man 20 Minuten mit mir telefonieren und mir alle Fragen stellen, die man gerne möchte, sozusagen.
Und das kann man direkt über meine Webseite buchen. Leider, keine Ahnung warum. Ich habe versucht, die Verfügbarkeitszeiten einzustellen. Da kann man so ein paar Länder dann anschauen und Wir haben noch offene zehn Zeiten Sekunden. einstellen. Wir haben noch 10 Sekunden, dann ist, glaube ich, die 1 Stunde rum, dass wir jetzt gleich Alles klar. offline gehen. Also Wir einfach auf können. meine Webseite gehen, da Wir findet ihr gehen die einfach Informationen. offline. Genau, wir gehen einfach stellen, schreibt sie gerne unten rein. Hi, So, Hannes. Alice, sorry, dass es jetzt so abrupt war. Man kann anscheinend nur 1 Stunde live sein. Ja. Und dann 20 Sekunden runtergezählt. Ja, Okay, schön. also danke nochmal für die kurze Einladung. Nur noch ganz, ich sage das nochmal kurz, was ich da für ein Angebot habe, genau. Und kann man einfach auf meiner Webseite schauen. Normalerweise kann man auch über den Kalender direkt einfach buchen. Und zwar kann man einfach 20 Minuten mit mir buchen, sozusagen für 20 €. Und ich rufe dann an und dann kann man 20 Minuten lang mir ganz privat Fragen stellen. Hauptsächlich zu Gedächtnistechniken hoffentlich. Bisher war noch nichts anderes dabei. Im Moment, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch am Virus. Funktioniert der Kalender nicht so richtig, leider. Aber dann schickt mir einfach eine E-Mail und dann können wir das auch so klären. Einfach über meine Seite johannes-malo.com. Genau, und dann könnt ihr ja nochmal verlinken, meine Seite. Und dann ja, freue ich mich auf die Anfragen, weil ich glaube, die Leute sitzen jetzt sowieso alle zu Hause und haben Zeit und da kann ich auch ein bisschen telefonieren. Genau. Genau, also schaut wirklich Ja. gern vorbei, lerne von den Besten, vom Gedächtnisweltmeister. Ich glaube, ja, bessere Anlaufstelle Ja. gibt es. Dann vielen Dank dir, Hannes, dass du dabei warst für die mega guten Tipps, finde ich. Es war wirklich sehr hilfreich, glaube ich, für den ganzen Zuschauer. Genau, vielen Dank für deine Zeit Ja. und ja, viel Erfolg bei deinen nächsten Wettkämpfen, was so ansteht und dir Genau. alles Gute und wir sehen uns bestimmt. Ja. Vielleicht schaffe ich es auch wieder mal irgendwie aktiv im Gedächtnissport zu werden. Mal gucken. Ja. Genau, mach doch mal wieder ein bisschen Memory League, dann können wir gegeneinander antreten. Gerne. Genau, also vielen Dank auch für das Format. Es hat Spaß gemacht, es waren ja auch viele Leute da und ich glaube, ihr macht da echt einen coolen Job. Also ich unterstütze euch da gerne wieder bei einer anderen Gelegenheit und wir wollen ja alle irgendwie das Gleiche. Danke für die Ja. Einladung. Ja, Ja, vielen danke Dank. dir. Dann mach's gut und Dann besten Dank. und euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.